Weißt du, was das Schlimmste daran ist, dass du Prinzessin der Freundschaft bist? Der Abwasch. Danke, dass du den übernimmst. Nach 3 Events in einer Woche entspanne ich mich gern bei einem guten Buch. Ja, irgendwie lustig, oder? Alle Ponys holen sich bei dir Ratschläge für ihre Freundschaften. Was ist denn daran lustig? Na, du warst mal bekannt dafür, eine schlechte Freundin zu sein. Worüber redest du denn? Ich hatte gute Freunde in Canterlot. Komm schon, Twilight. Sieh dir die Fotowand an. Hängt da ein Foto aus der Zeit vor Ponyville? Und sieh dich jetzt an. Die Prinzessin der Freundschaft. Das ist eine Katastrophe. Meine alten Freunde. Ich kann mich nicht an ihre Namen erinnern. Aber meinst du, sie denken echt, ich wäre eine schlechte Freundin? Naja, ich wollte nur sagen, dass du dich sehr verändert hast. Du bist jetzt eine tolle Freundin und... Oh, ich fühle mich schrecklich. Ich muss das wieder gut machen. Pack die Koffer, Spike. Wir reisen nach Canterlot. Und mach eine Liste meiner alten Freunde. Oh, ich bin doch ein Plappermaul. My little pony, my little pony. My little pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. My little pony. Dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Komm schon, Twilight, du machst dir mal wieder Sorgen um nichts. Das Beste ist, wir fangen ganz am Anfang an. Oh, es ist so, wie wir es verlassen haben. Sieh doch! Vorhersagen und Prophezeiungen, aufgeschlagen bei den Elementen der Harmonie. Oh, und den hier wollte ich eigentlich noch Moondancer schenken. Jetzt braucht sie ihn nicht mehr. Hey, sieh doch! Der Rest ist auch noch hier. Wie konnte ich das nur zulassen? Komm schon, Twilight. Prinzessin Celestia gab dir diese Aufgabe. Kein Pony gibt dir die Schuld. Wie konnte ich dieses Haus nur so verlassen? Im totalen Chaos. Genauso verließ ich meine Freundschaften. Ich gehe zuerst zu... Oh, Minuet, Twinkleshine, Lemon Hearts, Lyra Heartstrings und Moondancer. Ja, zu allen. Spike, los komm, wir haben heute viel vor. Sag nicht, du warst die ganze Nacht wach. Ich habe etwas recherchiert und jetzt weiß ich, wo wir Minuet finden. Eine meiner Freundinnen, richtig? Ist es schon zu spät, mich für mein Plappermaul zu entschuldigen? Unsinn, Spike. Ich bin froh, dass du mich daran erinnert hast. Diese Ponys haben sich wahrscheinlich seit meinem überstürzten Umzug gefragt, warum ihre angebliche Freundin sie nur so schlecht behandelt. Minuet? Twilight Sparkle! Du alte So und So! Toll, was tust du denn hier? Hey, Spike! Zieh dir diese Flügel an, hä? Hey, mach mal ein Foto von mir und der Prinzessin, ja? Ich habe meinen Kollegen erzählt, dass wir früher mal Freundinnen waren. Aber sie wollten mir einfach nicht glauben. Warte, warte, warte. Zeig mal deine Flügel, ja? Also, was machst du denn hier? Naja, ich weiß, dass du öfter hier bist, aber du schaust nie bei mir vorbei. Hey, ich hatte gerade eine super gute Idee. Wollen wir zu Lemon Hearts und Twinkleshine gehen? Aber natürlich, meine alten Freundinnen. Das wird fantastisch. Komm schon, fliegen wir. Kapiert? Ja, das ist perfekt. Dann kann ich mich bei allen dreien gleichzeitig entschuldigen. Hoffentlich sind sie nicht so traumatisiert wie Minuet. Ja, hat sie. Twinkleshine hat ihr
Königin Hafer ausgespuckt, als sie hörte, dass du die Prinzessin der Freundschaft wirst. Wir waren ja auch bei deiner Krönung. Das war echt ein dickes Ding. Ihr wart dort? Natürlich. Wir haben dich öfter gesehen. Du erinnerst dich doch an unsere Freundin Lyra, oder? Sie ist jetzt auch nach Ponyville gezogen. Wir fahren sie öfter mal besuchen und ab und an kommt sie auch hierher. Wir wollten dich auch immer fragen, ob du zu unseren Treffen kommst. Aber wir dachten, du hast dein altes Leben hinter dir gelassen. Oh. Also, was führt dich jetzt nach Canterlot? All die anderen Male, die du hier warst, hast du dich nie mit uns zum Kaffeekränzchen getroffen. Tja, wisst ihr... Ich wollte mich entschuldigen. Wofür denn? Bevor ich Canterlot verließ, habe ich meine Freunde nicht richtig wertgeschätzt. Weil ich damals noch nicht wusste, wie wichtig Freundschaft überhaupt ist. Aber seit ich nach Ponyville gezogen bin, habe ich viel gelernt. Ich habe auch gelernt, eine gute Freundin zu sein. Aber euch war ich sicherlich keine gute Freundin. Und dafür, dass ich euch zutiefst verletzt habe, würde ich mich heute gern entschuldigen. Komm schon, Twilight. Natürlich hat es uns allen etwas wehgetan, als du nach Ponyville abgehauen bist, ohne dich zu verabschieden. Aber wir waren sowas doch schon immer von dir gewohnt. Ja, wir haben es nicht persönlich genommen. Aber es ist echt schön, dich wiederzusehen. Hey, habt ihr auch Lust auf eine kleine Vergangenheitsreise? Oh, unser altes Klassenzimmer. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an diesen Ort. Wisst ihr noch, als Lemonheart mit dem Kopf im Messbecher stecken geblieben ist? Also in diesem Buch steht, dass man Natriumchlorid zuerst hinzugeben muss. Aber weiter unten steht, um richtiges Salz zu machen, muss man erst die Melasse hinzugeben. Tja, aber weiter unten, Moondancer, steht, dass man Natriumchlorid zuerst hinzugeben muss. Oh, ich habe das falsche Buch. Das ist zum Kaputtlachen. Was ist denn aus Moondancer geworden? Moondancer? Ihr wisst schon, unsere andere Freundin. Oh, stimmt. Moondancer. Ich erinnere mich noch an sie. Ich frag mich, was sie inzwischen wohl tut. Ja, ich konnte sie immer gut leiden. Wir haben den Kontakt verloren, nachdem du gegangen bist. Ist sie nicht weiter raus in die Nähe des Stadions gezogen? Gehen wir doch nachschauen. Ich glaube, dass sie hier wohnt. Hat früher nur ganz anders ausgesehen. Moondancer? Was wollt ihr denn? Ich versuche, mich zu konzentrieren. Hier sind es! Deine alten Freundinnen! Oh. Tja, das ist unsere alte Moondancer. Sie war schon immer in ihre Bücher versunken. Hey, du warst früher nicht anders, oder? Ja, richtig. Ich war früher nicht anders. Komm schon, Twilight. Wir beobachten sie jetzt schon seit 3 Tagen. Bibliothek, Haus, Bibliothek, Haus. Mehr nicht. Kein Pony sieht sie an oder sagt Hallo oder schenkt ihr ein Lächeln. Als existiere sie gar nicht. Hat sie sich immer so verhalten? Ja, sie war schon immer sehr schüchtern. Aber für ein kleines Weilchen kam sie auch mal aus sich heraus. Erinnerst du dich noch an ihre Party? Oh, richtig. Du warst an diesem Tag ziemlich beschäftigt. Bist du ja, Twilight. Moondancer feiert heute eine kleine Party im westlichen Schlossgarten. Kommst du mit? Oh, tut mir leid, Mädels. Ich muss dringend noch ein paar Bücher durchlesen. Tja, ich dachte, sie würde nach dieser Party endlich etwas lockerer werden. Wir haben sie danach auch noch ein paar Mal eingeladen. Aber sie war immer mit ihren Studien beschäftigt. Also haben wir sie irgendwann auch nicht mehr gefragt. Ich wusste nicht, dass ihr die Party so wichtig gewesen ist.
Ich muss einen Weg finden, das wieder gut zu machen. Lange nicht gesehen und ich würde gern ein paar Worte mit dir wechseln. Aus welchem Grund? Ganz einfach, weil wir Freunde sind. Tut mir leid, wenn ich dich wieder störe. Ich habe gehofft, wir würden rausgehen und dort ein bisschen plaudern. Entschuldige, dass ich nicht auf deiner Party war. Oh! Oh, warum lässt du mich denn nicht in Ruhe? Ich versuche, mich zu konzentrieren. Du redest mit dem falschen Pony. Ich feiere keine Partys. Doch damals. Und ich war so mit meinen Studien beschäftigt, dass ich nicht gemerkt habe, was ich dir angetan habe. Hör zu, Twilight Twinkle. Sparkle. Wie auch immer. Ich will einfach nur allein sein und lernen, ohne dass ein verrücktes Pony meine Freundin sein will. Verstanden? Na schön. Warte. Wie bist du eigentlich in mein Buch gekommen? Ich habe eine neue Lerntechnik gefunden. Ich kann sie nur ein paar Minuten anwenden. Aber du wärst erstaunt, wie viel man aufschnappt, wenn man sich mitten in einem Buch aufhält. Das ist eine der Haycard-Methoden. Du kennst Haycard? Natürlich, er ist ein Genie. Ich habe eine Ausgabe seiner Abhandlung über Ponys. Wo sind wir denn hier? Hier habe ich damals gewohnt. Heißt das, du bist noch nie bei mir gewesen? Oh, eine Erstausgabe von Prinzipien der Magie. Hey, habe ich die dir geschenkt? Ja, mag sein. Ja, habe ich. Ich habe dir ja sogar was reingeschrieben. Für meine Freundin Twilight Sparkle. Danke, dass du mir die Klassiker nahegebracht hast. Tja, und da du es bei deinem Umzug hast stehen lassen, weiß ich ja, wie viel es dir bedeutet hat. Hör zu, ich bin nicht mit dir hergekommen, um dauernd daran erinnert zu werden, was für eine schlechte Freundin ich war. Ich wollte dir eigentlich etwas schenken. Wenn du magst, kannst du jederzeit herkommen und so viel lernen, wie du möchtest. Wirklich? Aber zuerst musst du etwas für mich tun. Was? Lass uns heute mit allen zu Abend essen. Ich kann nicht. Ich sortiere gerade meine Biologieschriftrollen. Seit ich zurück bin, habe ich viel Zeit mit Minuet, Twinkleschein und Lemonhearts verbracht. Und sie vermissen dich wirklich. Pass auf, ich habe dir doch schon gesagt, dass ich keine Lust auf alte Freundschaften habe, die mich vom Lernen abhalten. Moondancer, warte! Ein weißes Pony hat mal gesagt, es gäbe Wichtigeres als staubige alte Bücher. Dieses Freundschaftsding ist einfach nichts für mich. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst. Was? Wenn ich dir die Haycard-Methode beibringe. Und, womit beschäftigst du dich denn? Wissenschaft, Magie, Wirtschaft, Geschichte, Töpfern, sowas halt. Holla! Du willst bestimmt irgendwann Professorin werden. Nein. Also, du lernst einfach gern? Kann ich jetzt endlich gehen? Moondancer, bitte! Ist in Ordnung, Twilight. Wir haben eine gute Zeit zusammen. Richtig, liebe Ponys? Ja. Also, Spike, erzähl Moondancer doch die Geschichte, wie Twilight damals ein Buch über Pyjama-Partys lesen musste. Pyjama für Anfänger? Habe ich gelesen. Oh, wirklich? Tja, hast du denn gewusst, dass Lemonhearts im Canterlot-Palast arbeitet? Ja, das stimmt. Ich organisiere meist große Events, Staatsbanketts und solche Sachen. Oh. Moondancer! Gib der Freundschaft doch mal eine Chance. Oh. Ich habe der Freundschaft vor langer Zeit eine Chance gegeben. Es hat nicht funktioniert und es wird auch jetzt nicht funktionieren. Twilight, ist mit dir alles okay? Nein, nein, ist es nicht. Wo gehst du denn hin? Ich weiß nicht, Spike. Ich habe echt alles vermasselt.
Die Party hat ihr damals viel bedeutet. Ich kann mir kaum vorstellen, wie es für sie war, als ich nicht gekommen bin. Hey, Moondancer! Ein tolles Buffet, ha? Huh? Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Natürlich. Wir würden doch nicht die Party unserer besten Freundin verpassen. Will Twilight denn auch kommen? Oh, okay. Hey, wir haben trotzdem Spaß, oder? Bestimmt. Könnte ich das doch nur alles rückgängig machen? Jetzt weiß ich, was ich tue. Und ich weiß auch schon genau, wer mir dabei hilft. Wahrscheinlich sind sie zurück nach Ponyville gegangen. Das war fantastisch! Wir müssen unbedingt öfter fliegen, Twilight! Da bist du ja! Ich dachte schon, du hast das Handtuch geschmissen und bist wieder zu Hause. Ich war zu Hause, habe aber nicht das Handtuch geschmissen. Ich habe nur meine Geheimwaffe geholt. Minuet, das... Hey, Pinkie Pie! Hi, Minuet! Twilight, wieso sagst du mir nicht, dass Minuet auch hier ist? Ach so, ihr kennt euch? Oh, natürlich! Sie war eine von Cadens Brautjungfern. Wir sehen uns immer, wenn sie in Ponyville ist. Wusstest du das gar nicht? Und das, obwohl du doch die Prinzessin der Freundschaft bist. Twilight hat mir alles berichtet. Wir brauchen 15 Tüten Konfetti und so viele Hufe, wie wir kriegen. Na dann los! Wir können auf dem Weg im Donutladen anhalten. Und was werden wir jetzt tun? Komm einfach mit mir. Eine kurze Geschichte des Wagenzaumzeugs. Hä? Das Leben und die Zeit von Mavari, dem Mähnenlosen. Hä? Was ist das? Das ist eine Party. Nur für dich. Überraschung! Komm doch rein. Danke, aber nein, danke. Ich feiere keine Partys. Ich weiß. Und ich glaube, das ist meine Schuld. Damals, als wir noch zur Schule gingen, hast du mich zu deiner Party eingeladen. Ich war zu sehr mit Lernen beschäftigt und bin nicht gekommen. Kein großes Ding. Doch, Moondancer, war es. Und jetzt, da ich weiß, wie wichtig Freundschaft ist, möchte ich meinen Fehler mit einer neuen Party wiedergutmachen. Eine Party zu Ehren meiner Freundin Moondancer. Bitte, gib mir die Chance, es wiedergutzumachen, Moondancer. Und du glaubst echt, dass das reicht, ja? Ja. Natürlich, warum auch nicht? Es war ja auch nur das erste Mal, dass ich mich geöffnet habe und du hieltst es nicht mal für nötig, aufzutauchen. Dann bist du verschwunden, ohne dich zu verabschieden. Und dabei waren wir angeblich Freundinnen. Ich fühlte mich so gedemütigt. Ich habe mich überhaupt nicht wichtig gefühlt. Und ich habe mir vorgenommen, mich von niemandem mehr so verletzen zu lassen. Die drei hatten mich überzeugt, dass ich etwas wert bin. Dass andere Ponys mich vielleicht mögen und meine Freunde sein möchten. Und du bist nicht mal aufgetaucht! Ah! Diese Party macht den Schmerz von damals nicht gut. Aber bitte, mein Fehler darf nicht der Grund sein, dass du mit keinem Pony befreundet sein willst. Wir waren doch auch Freunde und wir wären auch jetzt gern wieder deine Freundinnen. Was? Das ist die Bibliothekarin, die Buchverkäuferin, meine Schwester. Du hast sehr viele Freunde, Moondancer. Es tut mir leid, Moondancer. Ich kämpfte mit magischen Kreaturen am anderen Ende von Equestria. Ich habe sehr viel erlebt. Aber nichts war für mich je schlimmer, als zu erkennen,
wie sehr ich damals deine Gefühle verletzt haben muss. Danke, Twilight. Ich wusste nicht, wie wichtig es für mich war, das irgendwann von dir zu hören. Und jetzt kommt meine Ponyfreundinnen. Lasst uns feiern. Oder? Sicher. Ja, finde ich auch. Das ist wirklich eine tolle Feier. Ja, wirklich. Wie schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam gehen, Moondancer. Danke, dass du mir geholfen hast, neue Freunde zu finden. Auch wenn es eigentlich alte Freunde waren. Oh, wir kommen dich bald wieder besuchen. Das wäre wunderschön. Du musst mir ja auch noch die Hellcard-Methode beibringen. Klar. Moondancer, es ist inzwischen etwas mitgenommen, aber das wollte ich dir damals bei deiner ersten Party schenken. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich sie geweckt und dann war meine Mähne voller Fledermäuse. Oh, danke, dass du mein Korbträger bist, Spike. Wie Korbträger? Ich dachte, ich bin dein Bodyguard. Hm? Oh, ja, das natürlich auch. Oh, manchmal wünschte ich, Einhornmagie wäre nicht so strahlend leuchtend. Spike, du weckst die Fledermäuse. Schalt das aus. Ich kann nicht. Au. Gut sein kann. My Little Pony. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys. Meine allerbesten Freunde seid ihr. Ich bin so froh, dass ihr kommen konntet. Natürlich. Wir haben so selten Zeit für einen entspannten Besuch bei dir. Sonst müssen wir uns immer um irgendeinen Notfall kümmern. Irgendein Pony braucht doch immer Hilfe. Aber heute... Ah, Hilfe! Twilight! Irgendwas stimmt nicht mit Spike! Was ist passiert? Keine Ahnung. Plötzlich haben meine Schuppen angefangen zu leuchten. Und zu brennen. Wir wissen nur wenig über die Drachenkultur, aber dieses Phänomen kommt mir bekannt vor. Es ist der Ruf des Drachenlords. Genau. Und Drachen leuchten, wenn der Drachenlord ihre Hilfe im Drachenland braucht. Großartig. Und wann hört das wieder auf? Du kannst es nur stoppen, wenn du dem Ruf folgst. Du musst ins Drachenland reisen und erfahren, was der Lord von dir will. Aber das Drachenland ist voller Drachen. Und es sind garstige Kreaturen. Oh, nicht du, mein Spikey. Aber erinnerst du dich an diesen Garbel? Wie könnte ich den vergessen? Wärst du nicht gewesen, hätte er uns kross gebraten. Wenn ich echt ins Drachenland muss, würdet ihr mich begleiten? Oh, lieben gern würde ich das tun. Wir wissen noch so wenig über die Drachenkultur und Drachenbräuche. Ich treibe Forschungen und schreibe einen Artikel. Ich könnte damit einen großen Beitrag zum Gesamtwissen von Equestria leisten. Und für Spike da sein. Natürlich. Seid dort sehr vorsichtig, denn das Drachenland soll für Ponys besonders gefährlich sein. Ihr solltet sehr diskret vorgehen. Oh, ich habe bestimmt noch irgendwo das Drachenkostüm, das wir bei unserer letzten Drachenlandreise anhatten. Ich vermute, dass wir dieses Mal etwas Praktischeres brauchen. Naja, das ist vielleicht praktisch, aber diese Art Verkleidung ist überhaupt nicht schmeichelhaft. Sie soll auch nicht schmeichelhaft sein. Sie soll uns verstecken. Shh.
Hey, seht doch, da ist ja unser alter Freund, der kleine Sparkle. Ich heiße Spike. Haben dir deine Pony-Freunde keinen Pony-Namen gegeben? Ich freue mich auch, dich zu sehen, Garbel. Ich hab nicht gesagt, dass ich mich freue. Tu ich nicht. Ich kann dich nicht leiden. Hab ich das nicht klar gemacht? Hey, das ist mein Stein. Ach, wirklich? Wieso sitzt du da nicht darauf? Drachen von Equestria, hört mich an! Ich bin länger Drachenlord, als viele von euch sich überhaupt erinnern können! Und meine Herrschaft war stets alles überragend. Wollt ihr nicht zustimmen? Ja! Ja! Oh ja! Torch! Wer ist das? Drachenlord Torch, Dummkopf. Nein, neben ihm. Seine Tochter, Prinzessin Ember. Wenn ich du wäre, würde ich sie nicht mal angucken. Außer du willst, dass Torch dich frisst. Das ist faszinierend. Drachen sind sonst sehr rücksichtslos, aber sie tun, was der Drachenlord sagt. Unglücklicherweise ist es laut Drachengesetz Zeit für mich abzudanken. Schade, ich weiß. Trauert! Deshalb habe ich euch hergerufen. Kämpft um den Thron im Kampf des Feuers! Wer auch immer die Stärke und Tapferkeit besitzt, dieses Blutsteinzepter aus dem Herzen des Vulkans zu holen, wird der neue Lord des Drachenlands! Das Zepter ist verschwunden und die Drachen haben aufgehört zu leuchten. Wir können so viel lernen. Entschuldigt. Du niest ja sogar wie ein Pony. Der Drachenkampf ist gefährlich, denn ich habe die Regeln selbst gestellt. Nur Drachen mit meiner Verbissenheit, Stärke und Zielstrebigkeit können ihn überstehen. Wir treffen uns an der Klippe, wenn die Sonne hoch im Zenit steht. Ich will weder Drachenlord noch Drachentoast sein und ich leuchte nicht mehr. Lasst uns verschwinden. Oh, wo willst du denn auf einmal hin, du kleiner Drache? Hi, Lordschaft. Ich wollte nur nach Hause. Du gehst nirgendwo hin. Nur auf meinen Befehl! Dad, sieh ihn dir an. Er ist ein Zwerg. Er will am Kampf eh nicht teilnehmen. Lass ihn gehen. Er ist ziemlich winzig. Ich könnte ihn mit meiner kleinen Kralle zerquetschen. Das war kein Witz, sondern Tatsache. Wenn ich will, dass jemand lacht, sage ich, los, lacht! Oh, natürlich, Lordschaft. Ich kenne mich nicht so gut mit Drachenbräuchen aus. Deshalb kann ich auch nicht am Kampf teilnehmen. Na schön, kleiner Drache. Ich entlasse dich. Danke. Und danke dir. Und wo wolltest du jetzt hin? Noch für den Kampf üben. Nein, tust du nicht. Du bist nicht viel größer als der Zwerg, den ich weggeschickt habe. Aber du weißt, dass ich schlauer als die meisten Dummköpfe hier bin. Deine Schleue wird dir im Kampf auch nichts nutzen. Alles zielt darauf hin, dass nur ein starker Drache ihn gewinnt. Denn nur ein starker Drache kann die anderen führen. Außerdem sagte ich nein! Ich hasse es, wenn ihr das tut. Wenn ich Drachenlord bin, erkläre ich Rülpsen zur offiziellen Begrüßung. Ha, du? Bitte. Wenn ich gewinne, werde ich alle Kissen von Equestria einsacken. Wieso schlafen diese Ponys bequem und wir übernachten auf Stein? Das ist gar nichts. Wenn ich Lord bin, werde ich mich als allererstes an diesen mickrigen Ponys rächen. Kein Pony legt sich mehr mit Gabel an. Wir nehmen, was wir brauchen und brennen den Rest von Equestria nieder. Du meine Güte! Oh, unfassbar, dass ich das sage, aber ich hoffe, der rülpsende Drache gewinnt. Keiner von ihnen darf gewinnen, sonst bekommt Equestria Riesenschwierigkeiten. Was können wir schon tun? Es gibt nur eine Lösung und nur ich kann sie herbeiführen. Ich gewinne diesen Kampf des Feuers! Oh!
Wieso willst du denn jetzt diesen Kampf gewinnen? Anders können wir Equestria nicht vor den Drachen schützen. Ihr habt's gehört, sie tun den Ponys was an, wenn sie gewinnen. Ich werde es also irgendwie schaffen müssen. Es muss auch anders gehen. Es ist zu gefährlich. Außerdem müsstest du hier bleiben, wenn du gewinnst. Ich weiß, aber zumindest sind dann meine Freunde in Sicherheit. Gut, wenn du zum Kampf hier bleibst, bleiben wir auch, um dich anzufeuern. Ich dachte, ich hätte dich entlassen, du Winzling. Ich habe beschlossen zu kämpfen. Ich bin doch auch ein Drache. Bist du sicher? Du kannst nicht mal fliegen. Alle Drachen sind beim Kampf willkommen, denn sie melden sich auf eigene Gefahr. Zur Flammenvulkaninsel zu fliegen ist die erste Fehlerprüfung, die ihr auf eurer Suche nach dem Blutsteinzepter bestehen müsst. Viel Glück. War ein Witz. Ich hoffe, du verlierst. Danke, Gabel. Ich hatte sowieso vor, hinzuschwimmen. Ja, du schaffst das, Spike. Ertrinkt! Spike! Hey, geht's dir gut? Prinzessin Amber! Was sollte das denn bitte? Er hat deine undankbaren Schuppen gerettet. Haben diese Algen etwa geredet? Was haben die hier zu suchen? Sie sind meine Freunde. Freunde? Drachen haben aber keine Freunde. Tja, dieser Drache schon. Wie auch immer, ist mir egal, solange ihr mir nicht in die Quere kommt. Ich muss diesen Kampf gewinnen. Aber hat dein Vater nicht gesagt? Egal, was mein Vater gesagt hat. Ich werde ihm und allen anderen, die denken, ich wäre nur eine kleine Prinzessin, zeigen, dass es nicht nur auf Stärke ankommt. Bitte hilf mir, Spike! Haha, ich wusste es. Deine Ponys haben dich weichgespült. Aha, gern geschehen. Wofür denn? Habe ich mich bedankt? Wow, du riechst ja sogar nach Pony. Oder kommt das von da drüben? Oh, das bin nur ich. Ich habe auf dem Weg hierher ein paar Ponys überfallen. Hm, cooles Schuppenkleid. Kennen wir uns schon? Du hast Ähnlichkeit... mit meinem alten Nachbarn, Sandy Rockbeach. Der blöde Steinschleuderer hat mich erwischt. Aber genug mit diesem kleinlichen Getratsche. Verstanden? Ha, weil du ja auch viel zu klein bist, um zu gewinnen. Haha, lustig. Wieso hast du mich denn gedeckt? Du hättest einen Konkurrenten weniger. Eigentlich könnte ich dich dasselbe fragen. Du hättest Gabel von meinen Freunden erzählen können. Oh je, das ist hart. Das ist eine echte Herausforderung. Machst du Witze? Die Steine sind riesengroß. Hey, lass uns zusammenhalten. Du bringst mich nach oben und ich sag dir die Felsbrocken an wie ein zweites Paar Augen. Psst. Spike! Bist du sicher, dass du dich mit Amber zusammenschließen willst? Du kennst sie doch gar nicht. Ich weiß, aber sie hat euch vorhin bei Gabel nicht verraten. Ich denke, wir können ihr vertrauen. Ihr Verhalten steht allem entgegen, was ich bisher über Drachen gelernt habe. Hey, du, kleiner Kerl! Ich glaube, dein Plan ergibt irgendwie Sinn. Halten wir zusammen. Wirklich? Toll, abgemacht! Aber das heißt jetzt nicht, dass wir zusammen Blumen pflücken oder Halsketten basteln oder was auch immer Ponys so tun. Viel Glück. Wir sehen uns dann oben.
kommt ein Brocken! Nach links! Was sollen wir als nächstes tun? Ich glaube, wir müssen da durchgehen. Ich meine, ihr schafft das schon. Pass auf, Spike. Ich wäre ohne dich nicht so weit gekommen. Also denke ich, wenn du willst, können wir weiterhin zusammenarbeiten. Jedenfalls, bis wir durch den Tunnel durch sind. Okay. Wir sind direkt hinter euch. Um uns? War doch ein Kinderspiel. Moment, wie seid ihr denn da durchgekommen? Rarity! Danke, Spike. Das war doch nichts. Nichts? Du hast dein Leben riskiert, um sie zu retten. Und sie bringen sich selbst auch in Gefahr, um dir zu helfen. Nun, das ist das, was Freunde tun. Hast du denn niemanden, der auf dich aufpasst? Nicht wirklich. Jetzt vielleicht du. Was nicht zählt. Denn wir haben uns nur geholfen, um den Tunnel zu durchqueren. Und da sind wir jetzt durch. Also war's das. Moment, was soll das heißen? Tja, es gibt nur einen Sieger, ein Zepter und einen Drachenlord. Also muss ab jetzt jeder für sich selbst kämpfen. Oh, dann sind wir gar nicht wirklich Freunde? Vielleicht bei euch im Ponyland, aber wie gesagt, wir Drachen haben keine Freunde. Ember hat mich tatsächlich abserviert. Oh, nimm's nicht so schwer. Sie hat nur für sich gekämpft. Sie ist wie alle anderen Drachen. Ist sie nicht? Das weiß ich genau. Sie hat mich gerettet, obwohl sie es nicht musste. Ist mir egal, was sie sagt. Das macht uns zu Freunden. Vertue ich mich oder haben wir diesen Felsspalt schon dreimal gesehen? Tja, das ist schwer zu sagen. Sehen alle gleich aus. Abgesehen von diesem, seht doch! Geschafft! Ich bin der einzige Drache, der es hierher geschafft hat. Bist du nicht! Und ich verliere nicht gegen einen mickrigen Pony-Drachen wie dich! Wir müssen etwas unternehmen! Sieh doch! Ember, ich dachte, jeder Drache kämpft nur für sich! Wieso hast du mich gerettet? Weil das Freunde tun. Ich bin einer. Ich meine, wir sind es. Ich hätte nicht einfach gehen sollen. Ich will nicht über meine Gefühle reden. Was zum... Spike, hol das Zepter! Ich hab's satt, dass ihr zwei euch ständig gegenseitig helft! Drachen helfen sich sonst doch nie! Diese Drachen schon! Thank you.
Lass sie in Ruhe! Was? Du hast das Zepter? Aber das bedeutet ja, dass... Er ist Drachenlord. Drachenlord Spike. Drachenlord Spike. Das stimmt. Jetzt mach dich auf den langen Weg nach Hause und umarme jeden Drachen auf dem Weg, ohne eine Erklärung. Oh, das wird aber super peinlich. Ich befehle es dir aber. Ach, nicht zu fassen. Drachenlord Spike. Klingt eigentlich ganz gut. Drachenlord Ember klingt noch viel besser. Was? Nein, du bist zum Drachenlord geworden. Drachenlord ist der, der das Zepter zu deinem Vater bringt. Du bist eine tolle Anführerin. Ich habe das nur getan, um die Ponys zu beschützen. Aber ich weiß, dass du sie ebenfalls beschützen wirst. Bist du dir da sicher? Absolut. Mein Zuhause ist in Ponyville bei meinen Freunden. Nun, hier hast du auch eine Freundin gefunden. Was soll das denn? Das nennt man jemanden umarmen. Oh, weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber okay. Oh! Ember? Du? Ich weiß, du hast es mir nicht zugetraut, aber ich hab's geschafft. Ember, ich hab dir noch verboten, es zu versuchen, denn du bist nicht... Ich bin nicht groß und stark, das weiß ich. Aber weißt du was? Ich hab den Kampf trotzdem gewonnen. Vielleicht muss man also gar nicht groß und stark sein, um ein guter Drachenlord zu sein. Ich hab mich vertan, Ember. Du magst vielleicht nicht groß sein, aber du bist stark und clever. Und das zählt dann wohl viel mehr, als ich dachte. Und du wirst eine überragende Anführerin. Danke, Dad. Los, zustimmen! War nur ein Witz. Das werdet ihr nicht von mir hören. Drachen, hört mich an! Darf ich euch vorstellen, euer neuer Drachenlord, Ember! Was soll denn das bedeuten? Darf ich nicht verraten? Gut gemacht, Spike. Mit Ember als Drachenlord sind die Ponys sicher und haben einen mächtigen Verbündeten. Und eine neue Freundin. Und ich darf Ember immer schreiben, wenn mir Fragen zur Drachenkultur einfallen. Mit diesen Informationen kann ich sogar ein Buch über sie verfassen. Und ich hab einen Haufen Ideen für eine neue Tarnkleidungskollektion. Ja, ich nenne sie... Camo-Mode. Noch 4 Monate! Noch 4 Monate! Noch 4 Monate! Da bist du aufgeregt, was? Oh, naja, ich könnte aufgeregt sein. Weiß nicht genau. Ich muss nachdenken. Komm schon, du musst doch aufgeregt sein. Oh, nun, ich denke, vielleicht bin ich doch ein kleines bisschen aufgeregt. Dachte ich mir schon. Ja, also, warum bin ich aufgeregt? Weil genau heute, auf den Tag genau in 4 Monaten, das nächste Daring-Do-Buch erscheint. Ja, oh Mann, ist das aufregend. Sag schon, was glaubst du, welches großartige, unglaubliche, fantastische Abenteuer wird Daring-Do in ihrem nächsten Buch erleben? Wird sie sich an die Festung von Talokan heranschleichen? Und dazu gezwungen sein, die gefürchtete und undurchdringliche Bogenabwehr zu bekämpfen? Und wenn es so ist, kann sie mit ihren Fähigkeiten, ihrem scharfen Verstand und Mut den Sieg davontragen? Oder wird sie in ihrem nächsten Abenteuer den riesigen, furchtbaren Ahuizotl gegenüberstehen? Wird sie Muffen bekommen, sich umdrehen und fliehen? Oder wird sie mit voller Kraft auf ihn zufliegen, sehr wohl wissend, dass die größte Herausforderung, vor der sie je stand, trotz der geringen Wahrscheinlichkeit und obwohl immer noch kein Kampf... Vorsicht! Oh, ich weiß nicht, ob Rainbow Dash noch 4 Monate durchhalten kann. My little pony, my little pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. Doch dann boten ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel, lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine
116 Tage, noch 116 Tage, noch 116 Tage. Hey, Twilight, bist du nicht auch aufgeregt, dass... Ich freue mich, dass du es endlich geschafft hast. Wieso seid ihr denn alle hier versammelt? Wir feiern unseren Feiertag. Ach, und welcher Feiertag soll heute bitte sein? Nationaler Zufallsfeiertagspartytag. Ich habe auch noch nie davon gehört. Aber der Punsch ist wirklich köstlich. Man könnte sagen, dass eine geheime Zutat drin ist. Aber die ist ein Geheimnis. Wie kommt es, dass kein Pony mir Bescheid gesagt hat? Ich war bei dir, um dich persönlich einzuladen. Aber du warst leider zu beschäftigt. Ich glaube, du hast das letzte Daring-Do-Buch wohl zum 12. Mal durchgelesen. Ja, und in genau 116 Tagen kann ich das nächste Buch lesen. Oh, hast du es nicht gehört? Der Erscheinungstermin ist um 2 Monate verschoben worden. Um 2 Monate? Aber ich warte doch schon so lange. Ich schaffe nicht noch mal 2 Monate. Nein, das schaffe ich nicht. Ja, der Meinung bin ich auch. Haben Sie denn gesagt, warum? Der Verlag sagt nur, dass die Autorin A.K. Yearling für das Buch noch 2 Monate länger braucht. Muffins? Aber wieso hast du diese Informationen vor mir bekommen? Ich bin der größte Fan dieser Reihe. Ich bin ein genauso großer Fan wie du. Außerdem hättest du ohne mich die Daring-Do-Bücher nie kennengelernt. Oh, stimmt. A.K. Yearling ist meine absolute Lieblingsautorin und ich weiß fast alles über sie. Wo sie geboren ist, wo sie Literatur studiert hat, wo sie das erste Daring-Do-Buch geschrieben hat. Auch wo sie wohnt? Nein. Obwohl es mir bestimmt gelänge, das herauszufinden. Warum? Verstehst du das denn nicht? Das neue Buch kommt wohl verspätet, weil sie bei was auch immer für einem alltäglichen Unsinn Hilfe braucht, der sie davon abhält, jede Sekunde, jeden Atemzug mit Schreiben zu verbringen. Und ich meine Fans wie ich wollen das Buch dringend lesen. Denk drüber nach. Wir könnten ihr beim Wäschewaschen helfen, für sie einkaufen und für sie kochen. Was auch immer. Wem würde so etwas nicht helfen? Ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich möchte sie aber auch, dass ihre Privatsphäre respektiert wird. Sie kann ja immer noch Nein sagen. Na ja, irgendwie hast du recht. Natürlich habe ich recht. Also, wie war das jetzt mit der Adresse? Seht ihr, was ich meine? Sie würde nicht so abgelegen leben, wenn sie die Leute nicht abhalten wollte, in ihre Privatsphäre einzudringen. Wir sollten ihre Privatsphäre... Ich habe das Haus entdeckt, glaube ich. Wir sind nah dran. Da entlang. Wartet! Oh nein! Was ist da passiert? Wie es aussieht, ist da schon ein anderes Pony ziemlich heftig in ihre Privatsphäre eingedrungen. Zum Heuhaufen. Hier hat jemand eine üble Verwüstung angerichtet. Mag sein. Oder vielleicht ist A.K. Yearling nur eine schreckliche, furchtbare, unglaubliche Chaotin. Ich hoffe, dass es A.K. Yearling gut geht. Oh nein, hoffentlich ist dir nichts zugestoßen. Genau, dann gibt es keine weiteren Bücher. Aber natürlich mache ich mir genauso Sorgen um sie. Natürlich. Was macht ihr denn alle hier? A.K. Yearling? Wir waren das nicht. Das können wir schwören. Was habt ihr mit meinem Haus gemacht? Das waren wir nicht, Miss Yearling. Und wir sind sehr froh, dass es Ihnen gut geht. Okay, das ist sicher nicht der beste Zeitpunkt, aber ich muss es einfach loswerden. Wir alle lieben Ihre Bücher. Oh, er ist in Sicherheit. Toll. Ich denke, das könnte ein guter Zeitpunkt sein, Sie zu fragen, wie wir Sie dabei unterstützen können, das Buch voranzutreiben. Hopp, hopp! Rainbow Dash, kann ich dich sprechen? A.K. Yearling hat klargemacht, dass sie in Ruhe gelassen werden will. Und wir müssen ihren Wunsch akzeptieren. Sag das mal den Typen da oben. Thank you.
AK Yearling und Daring Do sind ein und dasselbe Pony. Meine Güte, das lässt meine Gehirnzellen explodieren. Ach, komm schon. Ich wusste das die ganze Zeit. Großartig. Unglaublich. Wow, ist das spannend! Daring Do! Außerordentlichen Dank, Daring Do. Wie du dir wahrscheinlich gedacht hast, war unsere bisherige Suche nach dem Schatz ziemlich erfolglos. Es ist so nett von dir, ihn für uns zu finden. Gib ihn zurück, Caballeron. Für dich immer noch, Dr. Caballeron. Buch 4, Daring Do und der Traumrasierer. Er wollte mit Daring Do Abenteuer erleben. Ich weiß, aber sie hat nicht gewollt. Oh, ich kann's nicht fassen. Die echte Daring Do und der echte Caballeron. Lass mich raten. Ahuizotl hat dich darauf angesetzt. Du stiehlst den Ring und gibst ihn ihm. Und zwar, damit die Festung von Talokan wie vorausgesagt weitere 8 Jahrhunderte in seinem Besitz bleibt. Na dran! Aber nein. Ich werde ihn an ihn verkaufen, schnüre mein Päckchen und nehme in aller Pracht Abschied von der Archäologie. Caballeron, du bist ein Narr. Wenn du das tust, verdammst du das Tal zu 8 Jahrhunderten unerbittlicher Hitze. Auf den Markt, Gefolgsponys! Sollten wir vielleicht hineingehen und dir helfen? Oh, richtig. Ist alles in Ordnung? Alles bestens. Sie wollte Ihnen nur helfen, Miss Du. Daring Du braucht niemanden, der ihr hilft. Sie bekommt ihren Kram allein geregelt. Wir müssen ihr helfen. Du hast sie gehört. Sie sagte, sie will allein gehen. Wir können hier nicht rumstehen und nichts unternehmen. Es steht viel auf dem Spiel. Ahuizotl will seit Ausgabe 3 über das Tenochtitlan-Becken regieren. Stimmt. Aber in Buch 4 hat sie Ahuizotl bezwungen und auch die Kontrolle über das Amulett der Buße erobert. Außerdem die böse Ketzequotel-Kaiserin vertrieben und somit das Becken mit dem Strahlenschild von Rhaston beschützt. Aber das Strahlenschild von Rhaston ist durch den dunklen Zauber der Scorchero-Ringe angreifbar. Hast du vergessen, dass die Ringe in die 4 Ecken von Tenochtitlan verstreut wurden? Das nimmt dem dunklen Zauber jegliche Macht. Nur wenn du davon ausgehst, dass die Ringe gefunden werden müssen. Und der Ring, den Caballeron gestohlen hat, nicht der letzte ist, um den schwarzen Turm aufzubauen und weiter über Tenochtitlan zu herrschen. Hast du das bedacht? Ihr müsst zugeben, damit liefert Rainbow Dash ein wichtiges Argument. Wir müssen Daring Do helfen, den Ring zurückzuholen, bevor alles zu spät ist. Okay, aber ich fürchte, das ist eine mehrstellige Nummer zu hoch für uns. Wir brauchen zumindest einen sehr gut durchdachten Plan. Ich komme, Daring Do! Das ist kein Plan! Komm schon, komm schon, komm schon! Bingo! Ich komme, Daring Do, um beim Abenteuer der tollsten, mutigsten, coolsten, unglaublichsten Heldin dabei zu sein, die überhaupt... Okay, vielleicht brauche ich noch einen Moment. Nur ein neues Abenteuer, kein großes Ding. Reiß dich zusammen, ich krieg das hin. Habe ich überhaupt Bestand an der Seite von Daring Do? Wow, vielleicht kann ich sogar ein Foto mit ihr machen oder kriege ein Autogramm. Immer schön langsam. Sie ist nur ein Pony, wie wir anderen auch. Ein Pony, das eine ganze Armee fieser Finsterlinge mit nichts als ihren bloßen Hufen und ihrem Willen aufhält. Und... Au! Das fängt an weh zu tun. Au! Hör auf! Oh, du bist es nur. Warte, bleib bitte noch. Denk nach. Du hast die Chance, sie mit deinem Mut und scharfen Verstand zu beeindrucken. Ich bin ein riesengroßer Fan von dir. Warte, warte, warte. Lass mich mitkommen. Ich verspreche, ich bin eine große Hilfe, wenn du mir eine Chance gibst, Daring. Ich arbeite allein. Warum bilden wir nicht ein Team, nur dieses eine Mal? Hinter jedem Job steht ein Geheimnis.
Da man nie weiß, wem man vertrauen kann, ist es besser, keinem einzigen Pony zu vertrauen. Nur weil man vielen Ponys nicht vertrauen kann, heißt das nicht, dass man keinem Pony vertrauen kann. Pass auf, ich habe keine Zeit für Diskussionen. Ich auch nicht. Also los! Ich kann nicht glauben, dass ich überhaupt mit dir rede. Sie haben sich wohl für ein zeitiges Abendessen entschieden, bevor Sie sich auf die Heimreise zum Marktplatz machen. Oh ja, ich verstehe. Du willst sie überfallen wie in Buch 4 in der Horavia-Höhle. Oder mit dem tollen Trick aus Buch 3. Da hast du mit einem Schlag drei Kerle erledigt. Oder vielleicht... Okay, ich bin still. Ich halte meinen Mund und beobachte dich nur. Psst. Also, wie willst du sie denn jetzt überfallen? Wow! Ich habe Grund anzunehmen, dass sich in deinem Besitz ein Stück von immenser Bedeutung befindet, das du wahrscheinlich verkaufen willst. Richtig? Oh, naja, ich habe eigentlich schon einen Käufer dafür, aber der ist nicht hier. Also scheint, als wären wir im Geschäft. Kamera an! Ahoi Sotel! Bering! Rainbow Dash, bleib cool. Sie bekommt das schon hin. Der Ring, Daring Do. Gib ihn mir sofort. Pass auf, Ahoi Sotel. Du weißt, ich hab dich gern. Aber ich gebe dir den Ring nur gegen ein entsprechendes Angebot. Äußerst interessant. Denn meine Freunde machen dir bestimmt ein entsprechendes Angebot. Na los! Komm schon, Daring Do! Du schaffst das! Daring Do! Ich hab einen Hut! Soll ich ihn dir rüberwerfen? Daring Do! Daring Do! Keine Sorge, Daring Do. Ich komme und helfe dir. Nur keine Umstände. Du hast mir schon mehr als genug geholfen. Was habe ich getan? Bin ich froh, dass es dir gut geht. Sag uns, wo dir was wehtut. Hier drin. Daring Do und der Ring wurden von dem gefürchteten Ahoi Sotel entführt. Und das ist allein meine Schuld. Nein, das, was du getan hast, war wahrscheinlich nur ein Fehler. Wie auch immer, lasst uns nach Hause gehen. Wir können jetzt nicht nach Hause gehen. Sieht so aus, als brauchte Daring unsere Hilfe mehr als sonst. Meine Hilfe hat dieses ganze Chaos doch erst angerichtet. Du hattest recht, Twilight. Wir hätten uns da raushalten sollen. Hör zu, es steht hinter allem irgendein Geheimnis. Das ist in jedem Daring-Do-Buch so gewesen. Wir können uns jetzt hier nicht von ihr abwenden. Sie will aber meine Hilfe nicht, Twilight. Vielleicht. Aber vielleicht wird sie sie brauchen. Nein, meine Heldin ist besser ohne mich dran als mit mir. Das klingt aber nicht nach Rainbow. Heißt die Rainbow Dash, die 0,0 Lösungen aus dem Hut zaubert? Aus einem Tropenhelm, jedenfalls in diesem Fall. Diese Rainbow ist hier, wo sie nichts verloren hat. Sie wäre besser zu Hause. Es ist gut, dass du Daring Do bewunderst, aber setze sie doch nicht auf ein so hohes Podest, dass du deinen eigenen Wert nicht mehr erkennst. Sie ist in der Festung und wir sind hier. Und wir wären nicht, wer wir sind, wenn wir ihr nicht folgen würden. Und du auch nicht. Also, kommst du mit uns oder nicht? Gib jetzt auf, Ahoi Sotel, oder ich bin gezwungen, dich platt zu machen. Oh,
Oh, Daring Do, ich werde deine amüsanten Witze so sehr vermissen. Jetzt muss ich dich verlassen und die Zeremonie der Ringe abhalten, um endlich 800 Jahre unerbittlicher Gluthitze einzuleiten. Ich war gerade dabei, mich selbst zu retten, weißt du? Natürlich. Ich dachte, du würdest den vielleicht brauchen. Ich hab dir doch schon gesagt, dass ich lieber allein arbeite. Und hab ich dir schon gesagt, dass ich das nicht tue? Wie auch immer du heißt. Platzier den Ring, mach schnell! Fass sie! Schnell, komm mit! Hilf mir, die Ringe runterzunehmen. Wenn wir den unteren größten Ring entfernen, wird die dunkle Festung zusammenbrechen. Hattest du das von Anfang an geplant? Ich musste einen Weg finden, in die Festung zu kommen. Du hattest echt alles geplant, aber ich dachte... Ich hatte keine Ahnung, dass dieser Ring so schwer sein würde. Und wie es aussieht, ist deine Hilfe doch nützlich. Haltet sie auf! Du kannst auch fliegen, schon vergessen. Ponys, lauf! Diese Festung stürzt gleich ein! Daring Do! Ich werde mich schon bald an dir rächen! Ohne dich hätte ich das niemals geschafft, Rainbow Dash. Ich muss noch ein Buch beenden. Ich habe das tollste Abenteuer mit dem allertollsten Pony erlebt. Und beinahe hätte ich alles verpasst, weil ich nur gesehen habe, wie toll sie ist, sodass ich nicht mehr gesehen habe, wie toll ich bin. Aber zum Glück kam es anders, denn so konnte ich ihr zeigen, dass es manchmal wichtig ist, jemandem zu vertrauen, den man nicht kennt. Ein Paket von A.K. Yearling. Wahnsinn! Eine Woche, bevor es irgendein anderes Pony lesen kann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Geniale Tricks, Kleine! Geniale Tricks? Rainbow Dash denkt, dass ich... Oh! Geniale Tricks! Oh! My little pony, my little pony. My little pony. Ich fragte
Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein und obendrein. Und dann war ich plötzlich ganz weit oben in der Luft. Und Rainbow sah rüber zu mir und sagte, geniale Tricks, Kleine. Wow. Das hat sie wirklich gesagt? Ja, es klang fast so, als hätte sie vor, mich unter ihre Flügel zu nehmen und mir alles beizubringen, was sie kann. So, als würde sie meine große Schwester sein wollen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Das war ein wirklich nettes Kompliment von ihr, aber... Ich weiß schon, was ihr sagen wollt. Das heißt nicht, dass das nicht auch passieren kann, oder? Natürlich. Kann schon passieren. Es muss doch möglich sein, mehr Zeit mit dir zu verbringen, damit sie noch öfter sehen kann, wie großartig ich bin. Naja, Applejack und ich wollen am Wochenende einen Ausflug zu den Wasserfällen unternehmen. Vielleicht kann ich sie überreden, auch Rainbow Dash zu fragen und dann kommst du auch mit. Wirklich? Ja, sicher. Ich möchte auch mitkommen. Na klar. Schön, wenn du auch mitkommst. Und ich frag Rarity, ob sie auch mitkommt. Rarity steht auf Camping. Ich verabscheue Camping. Diese Natur. Applejack geht mit ihrer kleinen Schwester wandern. Aber, na gut, wenn du keine Zeit mit mir verbringen willst. Gut, in Ordnung. Oh, aber zuerst muss ich ein Outfit finden, das dem komfortlosen Leben angemessen ist. Seht ihr? Ich wusste, dass sie mitkommt. Hast du das Insektenspray? Yep. Hast du auch das Kochgeschirr? Yep. Sieht so aus, als wären wir soweit. Oh. Hey! Mann, Rarity, hast du vergessen zu packen? Wollen wir mal sehen, wer als letztes lacht, wenn du verzweifelt bist, weil du deine Wimpern tuschen willst und merkst, dass du deine Wimperntusche vergessen hast? Nun, dann sieht es so aus, als wären wir jetzt alle soweit. Aber was ist mit Rainbow Dash? Kommt Rainbow Dash denn auch mit? Natürlich kommt sie mit, Zuckerschnute. Wir treffen sie an unserem ersten Lagerplatz. Oh. Okay, dann los. Auf geht's, Ponys. Oh, sind wir endlich da? Die letzten 1000 Mal, die du gefragt hast, lautete die Antwort nein. Diesmal lautet sie ja. Da oben ist Rainbow Dash. Hey, Scootaloo. Bleib einfach ganz cool. Hey, Hey, Rainbow Dash. Was geht ab? Wieso habt ihr denn so lange gebraucht? Nun, einige von uns haben nicht so leichtes Gepäck wie andere. Das hat uns ein bisschen aufgehalten. Sieht aus, als würden wir zwei uns ein Zelt teilen. Gern, wenn das für dich in Ordnung ist. Sicher, solange du nicht schnarchst. Sag schon, du schnarchst doch nicht, oder? Nein, Blödsinn, ich doch nicht. Ich habe noch keinen Tag, ich meine keine Nacht geschnarcht. Dann werden wir beide hervorragend miteinander auskommen. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Sweetie Belle, sei ein Schatz und besorg mir bitte ein paar frische Blumen für meine Nachttischvase. Hey, Scootaloo, sei ein Schatz und besorg bitte noch ein bisschen Feuerholz. Nein, ernsthaft, holst du uns Holz fürs Lagerfeuer? Natürlich! Okay, macht es euch jetzt alle bequem. Denn ich werde euch die beste Geschichte erzählen, die ihr je gehört habt. Willst du erzählen, wie Rarity Flügel hatte und die kaputt ging und du sie davor gerettet hast, in den Tod zu stürzen? Okay, vielleicht ist es die zweitbeste Geschichte, die ihr zu hören bekommt. Obwohl sie bestimmt die gruseligste ist. Ihr mögt doch auch Gruselgeschichten, oder? Alles passierte in einer Nacht. Einer ruhigen Nacht wie dieser. In einem Wald wie diesem. Und dann stellte das uralte Pony eine Frage. Wer hat mein rostiges Hufeisen geklaut? Ich war's nicht. Du hast es!
ich habe mich gerade verschluckt. Ich hatte kein bisschen Angst. Wow, gute Geschichte. War doch klar, dass du keine Angst hast. So mutig, wie du letztens warst. Du bist wie ich. Furchtlos. Ja, furchtlos. Mach dir keine Sorgen. Rarity ist hier und passt gut auf dich auf. Ich denke, es wird Zeit, mich ins Stroh zu hauen. Keine Angst, mein Schwesterchen. In unserem Zelt gibt es kein uraltes Pony. Das war doch lustig, oder, Rainbow? Alle hier haben sich vor dem uralten Pony gefürchtet. Nur ich nicht. Tja, du bist eben tough. So war ich auch in deinem Alter. Ich gehe in die Falle. Komm nach, wann immer du willst. Da ist nichts. Das bilde ich mir alles nur ein. Und diese Geräusche sind doch nicht das Stampfen des uralten Ponys. Hufeisen. Mein rostiges Hufeisen. Wer hat mein rostiges Hufeisen? Wer hat mein rostiges Hufeisen? Für ein Geräusch? Ist hier drin eine Mücke? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe geschlafen wie ein Fohlen. Ja, die beste Nacht aller Zeiten. Gut, dass du ausgeruht bist. Wir haben noch einen langen Marsch vor uns. Aber der wird sich lohnen, wenn wir die Wasserfälle erreichen. Ja, ganz bestimmt. Oh! Ich schwitze doch nicht. Oh nein, ich habe angefangen zu schwitzen. Oh, aber selbst wenn es so ist, ist es das wert, denn ich verbringe Zeit mit meiner kleinen Schwester. Ich habe nur das Gefühl, dass dieser Wagen mit jedem Meter schwerer wird. Es ist mir egal, ob dieser Wagen so schwer ist wie eine Horde Mulis. Wenn wir nicht vorankommen, ist es dunkel, bevor wir den Zeltplatz erreichen. Dunkel? Ich fahre mal vor, um sicherzustellen, dass der Pfad frei ist. Wir wollen doch den Einbruch der Dunkelheit nicht hier verbringen. Mir ist das egal. Naja, weißt du, ich mache das für die ängstlichen Ponys. Oh, jetzt schlaf bloß nicht ein. Wir müssen noch vor Einbruch der Dunkelheit den Zeltplatz erreichen. Du bist nervöser als ein Wurm in einem Apfel, wenn Apfelsaft hergestellt wird. Was ist denn los, Scootaloo? Gar nichts. Ich dachte nur, ich hätte was gehört. Sicher, dass alles okay ist? Du wirkst ein bisschen schreckhaft. Ich mach nur meine Übungen. Du weißt doch, wie wichtig es ist, so oft wie möglich die Hinterhand ausgiebig zu dehnen. Brauchst du vielleicht noch ein bisschen Hilfe?
Oh, ist das süß von dir. Danke. Ja, wozu hat man denn Freunde? Wir brauchen heute Nacht die Zelte nicht. Wir errichten in der Höhle unser Quartier. Oh, super. Eine tiefe, dunkle Höhle. Perfekt für unsere Geschichte heute Abend. Alles, was wir brauchen, ist ein Lagerfeuer und schon geht's los. Natürlich. Ich bin gleich wieder zurück mit viel Feuerholz aus dem tiefen, dunklen und überhaupt nicht gruseligen Wald. Danke. Okay, ich schaff das schon. Ich zähle einfach bis drei, dann springe ich vor und hol die Äste. Eins, zwei, drei. Kommt, Ästchen, Ästchen, Ästchen. Oh Mann, es ist ja kälter als eine Hundeschnauze da drin. Bruh. Wo steckt denn Scooter, Lou? Hier, bitteschön. Das ist alles? Ja, mehr konnte ich nicht finden. Es gibt leider nicht so viele Bäume hier in der Gegend. Mehr brauchen wir nicht. Setz dich ruhig eine Weile zu Rainbow Dash. Nun gut, wo war ich? Oh ja, beim gruseligen Teil. Hey, ich habe eine Idee. Kann ich heute eine Geschichte erzählen? Klar, gern. Aber Hauptsache, sie ist gruselig. Es war einmal ein wirklich, wirklich nettes Pony, das lebte in einem schönen, sonnigen Land, in dem Regenbögen zu sehen waren und in dem es unendlich viele Freunde hatte und... Sei mir nicht böse, aber es ist nur eine echte Lagerfeuergeschichte, wenn alle Ponys zittern. Ich habe gehört, dass diese tiefen Wälder heimgesucht werden. Vom kopflosen Pferd. Es galoppiert nur in der Nacht. Aber wenn es keinen Kopf hat, woher weiß dieses Pony dann, in welche Richtung es galoppiert? Es ist kopflos, nicht hirnlos. Und es sucht nach verloren gegangenen kleinen Ponys. Und wo befindet sich sein Gehirn? Ugh, Angst und Schauder tropft aus der Luft. Und am Ende hat man nie wieder etwas von ihnen gehört. Ha? Nie wieder? Nie wieder. Keine Sorge, ich bin ja heute Nacht bei dir. Es ist doch noch nicht Zeit, ins Bett zu gehen. Doch, Scooterloo, ich denke schon. Aber wir haben bis jetzt noch gar keine Lagerfeuerlieder gesungen. Darum musst du mich nicht zweimal bitten. 99 Körbe stehen auf der Mauer. 99 Körbe voll Eicheln. Nimm einen runter, reich ihn herum. Dann hast du noch 81 Körbe voll Eicheln. 41 Körbe voll Eicheln. Nimm einen runter, reich ihn herum. Dann hast du noch 40 Körbe voll Eicheln. Einen Korb voll Eicheln. Nimm einen runter, reich ihn herum. Dann hast du noch 9 Körbe voll Eicheln. Schlaf, gute Nacht. Hey, wie wär's mit noch einem Lied? Irgendjemand? Wie wär's mit einem Tanzwettbewerb? Ich weiß, ihr legt doch gerne mal einen Kessenhuf aufs Parkett, oder? Ich habe eine super gute Idee. Wir spielen Verstecken. Wer macht mit? Oh, vielleicht morgen. Oh. Wie es aussieht, scheinst du nicht gern schlafen gehen zu wollen. Gibt es einen besonderen Grund? Natürlich nicht. Ich liebe Camping. Und ich bin so gern mit Rainbow zusammen, dass ich nicht eine einzige Minute mit Schlafen verschwenden will. Dummer Schlafmann. Ist schon okay, Scoot, aber jedes Pony braucht seinen Schlaf und ich brauche ihn jetzt. Das ist so unfair. Hoffentlich schlafe ich auch gleich ein. Thank you.
mich das kopflose Pferd erwischt, wird mich nie irgendjemand wiedersehen. Aber ich will nicht in Vergessenheit geraten. Willkommen, Scootalo. Prinzessin Luna! Ich dachte, du bist das kopflose Pferd. Du hast dich wohl geirrt, aber ich hoffe nicht, dass du jetzt enttäuscht bist. Du bist mir doch so, so viel lieber als das kopflose Pferd. Aber was machst du denn hier? Wieso bist du nicht im Canterlot? Ich bin die Prinzessin der Nacht. Demnach ist es meine Pflicht, in deinen Träumen zu erscheinen. Oh ja! Moment, dann ist das nur ein Traum? Aber es ist irgendwie so echt. Ich versichere dir, dass du ganz fest schläfst. Aber wenn du aufwachst, werden die Dinge, die dir Angst machen, immer noch existieren. Das kopflose Pferd? Ist das kopflose Pferd wirklich das, vor dem du dich am meisten fürchtest? Am meisten Angst habe ich davor, dass Rainbow Dash herausfindet, dass ich nicht so tough bin, wie sie denkt. Jedes Pony hat Ängste, Scootalo. Und jedes Pony muss ihnen auf seine Weise begegnen. Aber man muss sich den Ängsten stellen oder die Albträume werden immer wieder kommen. Stell dich deinen Ängsten! Prinzessin Luna! Es war nur ein Traum. Aber das kopflose Pferd nicht. Rainbow Dash sagte, es lebt hier, in diesen tiefen Wäldern. Das schreckliche Wehen des kopflosen Pferdes. Also, einen Kopf hat das Pferd nicht. Das bedeutet, es hat doch kein Maul. Und wenn es kein Maul hat, dann ist es auch kein kleine Ponys fressendes Pferd. Aber es ist immer noch ein Pferd ohne Kopf. Hallo? Ist da irgendwo jemand? Jemand außer dem kopflosen Pferd? Ich hab dich! Rainbow Dash, das bist ja du! Dankeschön, Dankeschön! Wieso musst du dich hier mitten in der Nacht herumtreiben? Es ist an der Zeit, dich nun endlich deinen wahren Ängsten zu stellen, Scootalo. Es tut mir so, so leid, Rainbow Dash. Ich wollte Zeit mit dir verbringen und dir beweisen, wie cool ich bin. Und ich dachte, dass du mich unter deine Flügel nimmst und mir zeigst, was du weißt und so etwas wie meine große Schwester bist. Aber dann hast du angefangen, diese Gruselgeschichten zu erzählen und ich hatte Angst. Ich dachte, ich hätte das kopflose Pferd gehört und dann bin ich rausgerannt und... Naja, ich schätze, du kennst den Rest. Hey, ich erzähl dir mal was, aber wenn du es den anderen erzählst, dann werde ich es abstreiten. Als ich damals diese Geschichten hörte, hatte ich auch Riesenangst. Ja, wirklich? Sicher. Ich meine, ich kam schnell darüber weg, weil ich wusste, wenn es wirklich so ein kopfloses Pferd gäbe, würde ich es mit ihm aufnehmen. Du suchst also nach einem Pony, das dich unter seine Flügel nimmt, hä? Ja, ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Wirklich? Ja, aber nur, wenn du mir versprichst, in Zukunft nachts nicht mehr in einen Fluss zu fallen. Das verspreche ich. Schwesterteams! Die letzten an den Wasserfällen sind schimmlige Karotten! Oh, wenn du darauf bestehst. Na los, wir sind die Erste! Die glauben echt, die könnten uns zwei schlagen.
Hufeisen! Wer hat mein rostiges Hufeisen? Hier ist es um Ponys Willen. Und jetzt hör endlich mit dem Gekrächze auf. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Jack, hast du wirklich noch nie ein Konzert organisiert? Tja, ein Konzert ist im Grunde genommen das gleiche wie ein Rodeo. Und dank Pinkys Kontakten zum Chef des Ponypalooza Rockkonzerts haben wir wirklich tolle Musiker beim Helfende Hufe Musikfestival. Twilight! Applejack! Rainbow Dash! Rarity! Bitte scheiß rein! Pinky Pie! Oh, das bin ja ich! Alle Ponys! Was ist denn, Pinky? Ich habe wunderbare Neuigkeiten. Wenn ihr das hört, werden euch die Min zu Berge stehen! Na, was denn, Pinky? Es war nicht leicht. Eigentlich war es ungeheuer schwierig. Aber doch ist es mir gelungen, den größten Ponypopstar in ganz Equestria als Haupteck des Helfende Hufe Musikfestivals zu buchen! Sapphire Shores? Sapphire Shores? Bitte! Sapphire Shores ist vielleicht der zweitgrößte Ponypopstar in ganz Equestria. Nein, zu uns kommt die einzige und wahre Countess Coloratura! Ah. Wer zum Heu ist Countess Coloratura? Meine Mähne steht zu Berge. My little pony, my little pony. My little pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. My little pony. Doch dann botet er die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz, von allem ganz viel, lieb und freundlich, zueinander sein und obendrein gibt's Zauberei. Meine ehrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Pinkie Pie, wer ist dieses Countess Coloratura Pony? Ich hab's doch gesagt, sie ist der allergrößte Ponypopstar in Equestria. Wieso kennst du sie denn nicht? Keine Ahnung. Allerdings kannte ich mal eine Coloratura als kleines Fohlen. Wäre es nicht lustig, wenn diese Coloratura und jene Coloratura dieselbe Coloratura wären? Willst du jetzt etwa sagen, dass du Countess Coloratura nun doch kennst? Nein, ich glaube nicht, dass es dieselbe ist. Dieses Pony war keine ehrwürdige Countess. Erinnerst du dich an ihren Schönheitsfleck? Sicher doch. Es waren super coole, knallbunte Noten, die im Licht schimmerten. Du meinst so etwas? Tja, was sagt man da? Ja, stimmt, das war ihr Schönheitsfleck. Hast du eine Ahnung, durch wie viele Reifen ich springen musste, um sie für dieses Festival zu gewinnen? Jede Menge Reifen! Sie ist ziemlich anspruchsvoll. Nee. Doch! Das kann ich sehr gut verstehen. Wir Künstlerinnen brauchen gewisse Notwendigkeiten, um Bestleistungen zu bringen. Das war sicher nur ein Missverständnis. Denn Rara war so bodenständig wie ich. Rara? Selbst ihr ausgefallener Name hat nicht zu ihr gepasst. Also änderte ich Coloratura in Rara. Wir hatten so viel Spaß im Freundschaftscamp. Rara war so unbekümmert. Wir waren wie zwei Äpfel vom selben Baum. Rara und ich haben einen Song für die Talente-Show einstudiert. Als wir aufgetreten sind, hat sie ihn geschmettert. Mit der schönsten, klarsten Stimme, die ich je gehört habe. Equestria, geliebtes Land, du bist so wunderschön. Die Flagge weht hier unverwandt, ein jeder kann sie sehen. Equestria. Camp haben wir uns noch eine Weile geschrieben, doch dann den Kontakt verloren. Aber Rara wollte immer nach Manhattan gehen, um groß rauszukommen. Aber eine anspruchsvolle Diva?
Warte nur ab, Pinky. Wenn Rara hier ist, wirst du sehen, dass sie ein ganz normales Pony ist, wie du und ich. Ich muss gar nicht warten. Sie ist hier. Wirklich? Rara? Platz machen. Geht zurück. Behaltet eure Hufe und Schweife bei euch. Nein, das kann sie nicht sein. Hi. Erinnerst du dich? Aus dem Freundschaftscamp. Ich nannte dich damals Rara. Applejack? Ja. Hallöchen, Rara. Hupsi. Oh, du hast ein Hufsi von der Countess bekommen. Sieh nur. Oh, sie hält dich für etwas Besonderes. Hufsis. 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 Ja, schon sehr besonders. Nun, das nenne ich mal einen Auftritt. Riesig, schwungvoll, absolut pompös und umwerfend. Obwohl er etwas getrübt wurde von deiner Interaktion mit diesem staubigen Farmer-Pony, das kennst du doch nicht wirklich. Doch sicher. Sie ist meine Kindheitsfreundin Applejack. Sie gab mir damals den Spitznamen Rara. Oh ja, wie süß und gewöhnlich. Und natürlich gab ich dir als Erster den Namen Countess. Und seitdem bist du in Equestria zu einem Star geworden. Tja, du hast alles erreicht, was du je wolltest. Da wir gerade davon reden, wo ist dieses Pony Pinkie Pie? Ich bin Pony Pinkie Pie, Mr. Manager, Sir. Hast du das Wasser von den Regenbogenfällen geholt, das ich für die Countess gefordert habe? Ich habe 20 volle Glascontainer mitgebracht. Hab ich denn nicht auch gesagt, dass wir Strohhalme in allen Getränken der Countess brauchen? Nein, glaube ich nicht. Aber zum Glück besitze ich die größte Strohhalmsammlung in Equestria. Ich nenne diesen Strohhalm Fernando. Dann lass uns überprüfen, ob alle anderen Dinge vorhanden sind, die Countess Coloratura braucht, bevor sie vor Ort mit einer Probe beginnt. Ist das in Ordnung? Aber klar. Blumenarrangements aus den königlichen Canterlot-Gärten. Schokoladeneclairs von Gustave Le Grand. Eine Schale Kristalle aus dem Kristallkönigreich. Frisch gepflückte Kirschen von Cherry Jubilees Farm, die roten getrennt von den gelben. Absoluti! Tja, es geschehen noch Wunder. Alle deine Forderungen wurden zufriedenstellend erfüllt. Also, lass uns nun beginnen. Auf zur Probe! Siehst du, Applejack? Anspruchsvoll! Pinky hat recht, Rarity. Die Rara, die ich kannte, hätte sich nie hinter einem Schleier versteckt und Stempelküsschen verteilt. Kein Importwasser geschlürft und farblich sortierte Kirschen gegessen. Oh, ich kann das schon verstehen. Manchmal ist es schwer zu sehen, wie Freunde sich verändern. Sie ist jetzt ein ganz anderes Pony. Vertrau mir, wenn du Countess Coloratura erst mal singen hörst, wirst du es nicht glauben können. Ich kann es nicht glauben.
Oh, mein leuchtender Star! Dank dieser glitzernden Kostüme, der Wahnsinnschoreografie und der brillanten Akustikeffekte nach meinem Design war dein Auftritt einfach spektakulär, Countess Coloratura. Oh, danke, Sven Geller. Kann sein, dass ich falsch liege, aber der Kerl macht Rara nicht wirklich Komplimente. Er lobt nur das Klimbim, das er zusammengehäuft hat, um aus ihr Countess Coloratura zu machen. Nein, 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 du verstehst das nicht, Applejack. All das zu erschaffen erfordert viel Arbeit. Und Countess Coloraturas Performance wäre nichts ohne Brimborium. Wenn du mich fragst, fände ich das nicht unbedingt schlecht. Oh, wenn wir hier fertig sind, würde ich mich in meinem Trailer gern ausruhen, Sven Gallop. Eigentlich steht jetzt deine Autogrammstunde mit den Schülerponys an. Oh, ich kann natürlich die Autogrammstunde mit den Schülerponys auch absagen, Countess. Auf gar keinen Fall. Mich mit den Schülerponys zu treffen, ist mir doch immer am wichtigsten. Die Fohlen werden sich sehr freuen, das zu hören, Rara. Ponyville, Schülerponys. Als Teil des Helfende Hufe Musikfestivals veranstalte ich einen Wettbewerb, bei dem einige von euch die Chance erhalten, morgen mit mir zusammen aufzutreten. Klingt das gut? Ja! 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 Okay, also, wer will ein paar Hufsies? Na, das ist schon eher die Rara, die ich von damals kenne. Aber ich habe alles besorgt, was gefordert war. Das war für Countess Coloratura. Das hier ist für mich. Und was ich will, ist Premium-Hafer. Oh, tja, wir haben sehr leckeren Hafer hier in Ponyville. Den würde ich nicht mal irgendwelchen Hühnern anbieten. Ich will den besten des besten Appaloosa-Hafer bekommen. Und wie mir scheint, sind wir umgeben von Apfelbäumen. Bring mir 500 geschälte, entkernte Äpfel. Und ich will sie binnen 24 Stunden. Aber das ist völlig unmöglich. Gut, dann gibt es auch keinen Auftritt von Countess Coloratura bei deiner kleinen Wohltätigkeitsshow. Denn ich werde ihn absagen. Applejack, Sven Gallop stellt dauernd neue Forderungen. Ja, ich weiß, Pinky. Mach dir keine Sorgen. Ich rede mit Rara und kläre das sofort. Hast du das gesehen? Hast du's gesehen? Ist das deine kleine Schwester, von der du mir geschrieben hast? Moment, Applejack. Du hast Countess Coloratura von mir geschrieben? Applejack schrieb, dass du die beste kleine Schwester der Welt bist, Applebloom. Okay, Fohlen. Gönnt der Countess mal Ruhe. hey, Rara. Kann ich kurz mit dir über deinen Manager reden? Sicher, was ist mit ihm? Tja, während deines Treffens mit den Schülerponys hat er alles Mögliche von der armen Pinky gefordert. Sven Gallop arbeitet sehr hart als mein Manager, Applejack. Wenn er also ein paar Dinge braucht, wenn wir unterwegs sind, dann finde ich nichts falsch daran. Tja, findest du es nicht falsch, dass der Pinky droht, deinen Auftritt beim Festival abzusagen, wenn sie die Sachen nicht bis morgen besorgt hat? Was? Aber er weiß, wie wichtig mir Wohltätigkeitsauftritte sind. Ihn abzusagen ruiniert mein Image. Ich fürchte, Sven Gallop kümmert sich einen eingelegten Apfel um deine Wohltätigkeitsarbeit. Das stimmt so nicht. Sven Gallop hat meine Interessen immer unterstützt. Du sagst das, weil du eifersüchtig bist. Eifersüchtig auf was? Auf einen Pony mit einem Schleier, der so dick ist, dass sie nicht sieht, wenn sie jemand ausnutzt? Nein, darauf bin ich nicht eifersüchtig, Rara. Ich bin nicht Rara. Ich bin Countess Coloratura. Und auch wenn wir früher mal befreundet waren, haben wir wohl unterschiedliche Wege eingeschlagen. Es ist einfach nicht richtig. Er manipuliert sie und sie sieht es einfach nicht. Genug gemotzt. Äpfel schälen! Entschuldige, Pinky. Aber ich werde nicht zulassen, dass dieser lausige Sven Gallop meine Freundin ausnutzt. Oh. Countess Coloratura? Wow, Applejack, du kennst meinen richtigen Namen. Ich kenne deinen neuen Namen. Aber ich sah dein altes, wahres Ich gestern bei unseren Schülerponys. Und ich kenne einen Pony, dem es lieber wäre, wenn du mit diesem Klimbim aufhörst. Nicht das schon wieder. Na los, komm. Gib mir die Chance, dir zu beweisen, dass ich mich nicht vertue. Und wie genau möchtest du jetzt vorgehen? Tu einfach das, was ich dir sage. Und wir werden sehen, ob Sven Gallop wirklich nur das Beste für dich will. Sven Gallop? Sven Gallop? Wo bist du, Sven Gallop? Hier bin ich. Brauchst du irgendetwas? Ja,
Ich habe überlegt, vielleicht den Wettbewerb mit den Schülerponys abzusagen. Countess, das ist wundervoll. Ich warte schon ewig darauf, dass du diesen sinnlosen Wettbewerb absagst. Ach, wirklich? Diese Schülerpony-Wettbewerbe bei den Wohltätigkeitsevents fördern nicht im geringsten dein von mir aufgebautes Countess-Coloratura-Image. Erachte es als abgesagt. Pinkie Pie! Ja, Sven Gelob, Sir! Wir müssen ein paar Änderungen an der Show vornehmen. Folge mir. Sag den Wettbewerb mit den Fohlen ab und mach mir einen Spa-Termin. Da ich nun nicht mehr die Proben mit den Göhren beaufsichtigen muss, habe ich Zeit für so etwas. Du weißt, wie es läuft. Sorg dafür oder die Diva sagt dein kleinen Pups-Event ab. Okay, Countess Coloratura. Alles ist erledigt. Du weißt, wie es läuft. Sorg dafür oder die Diva sagt dein kleinen Pups-Event ab. Auf diese Art hast du mich gemanagt? Ja, und? Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass du meinen Namen benutzt, um das zu bekommen, was du willst. Aber ich arbeite so unglaublich hart für dich und ich habe das auch alles verdient. Nicht, wenn du den Ponys drohst, dass ich meinen Auftritt bei ihren Veranstaltungen absage. Ich würde so etwas meinen Fans nie antun. Und du hättest wissen müssen, dass ich einen Schülerpony-Wettbewerb nie absagen würde. Dieser Wohltätigkeitskram und die Fohlenblödbewerbe sind doch nur Überbleibsel der langweiligen kleinen Rara, die ich damals in Manhattan traf. Du kennst offensichtlich nicht mein wahres Ich. Ha, das ist doch ein Scherz. Ich machte dich zu einem großen Pony. Was kannst du ohne mich denn schon anfangen? Viel Glück, Countess Coloratura. Viel Glück. Oh, Rara, es tut mir so leid. Kannst du überhaupt heute Abend noch singen? Natürlich. Wie heißt es? Die Show muss weitergehen. Oh mein Gott, Rarity! Sven Gallop hatte recht! Das wird eine Katastrophe! Ich werde schrecklich sein! Lässt du uns bitte einen Moment allein? Aber sicher. Also, warum soll es denn so schrecklich werden? Sven Gallop hat sich um alles gekümmert. Das Licht, die Effekte, den Ton. Ohne Sven Gallop habe ich doch nichts. Na, na, jetzt mach dich mal nicht selbst verrückt, Rara. Sven Gallop hat dich zu Countess Coloratura gemacht und getan, als wäre er dein Freund, damit er die Vorteile eines Stars genießen kann. Aber das Schönste an Freundschaft ist zu sehen, dass die Freundin einfach sie selbst sein kann. Und Rara, wenn du einfach du selbst bist, bist du der hellste Stern, den ich jemals habe leuchten sehen. Willkommen zum Eröffnungsabend des Helfende Hufe Musikfestivals. Es ist mir eine große Ehre, euch unsere Auftaktskünstlerin vorzustellen. Countess Coloratura! Diesen Song kennt ihr vielleicht, aber heute klingt er völlig anders. Er klingt wie ich bin, Rara. Ich zeig euch, wer ich wirklich bin. Der Schleier fällt, die Zeit ist da. Hab mit dem Glanz nichts mehr im Sinn. Oh, oh. Es fügt sich alles und ich seh wieder klar. Hab alles geglaubt, was man gesagt. Gehorchte aufs Wort, hab nie geklagt. Das ist nun vorbei, wenn ihr mich fragt. Denn ich weiß, auch ich bin nur ein Pony, das einen Fehler machen kann. Doch endlich find ich zu mir. Hör auf mein Herz und glaub daran. Möge der Zauber in mir wieder entstehen. Oh, 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 oh. Möge der Zauber in mir wieder entstehen. Kann ich ihn sehen? Ich sehe die Wahrheit vor mir, mach ich die Augen zu. Lausch ich der Stimme, weiß ich, es ist richtig, was ich tue. Zunächst war ich schwach, das ändert
Getäuscht und geblendet hat man mich. Ich spüre, hierher gehöre ich, denn ich weiß, auch ich bin nur ein Pony, das einen Fehler machen kann. Doch endlich finde ich zu mir, hör auf mein Herz und glaub daran. Möge der Zauber in mir wieder entstehen. Oh, 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 oh. Möge der Zauber in mir wieder entstehen. Oh, 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 oh. In euren Herzen kann ich ihn sehen. In euren Herzen kann ich ihn sehen. Als ich zum Helfende Hufe Musikfestival kam, hatte ich fast vergessen, wer ich wirklich bin. Aber dann hat mich eine alte Freundin daran erinnert, um was es bei einer Freundschaft wirklich geht. Und sie hat mir geraten, mir endlich wieder selbst treu zu sein. Und ich würde damit nicht falsch liegen. Also habe ich noch eine Überraschung für meine Freundin. Applebloom, Sweetie Belle, Scootaloo, kommt auf die Bühne! Equestria, geliebtes Land, du bist so wunderschön. Die Flagge weht hier unverwandt, ein jeder kann sie sehen.